Also wir kennen uns natürlich mit den Problemen der gastgewerblichen Kleinstbetriebe sehr gut aus. Wir haben da regelmäßig Vergleichszahlen, Betriebsvergleiche und so weiter. Und wir wissen natürlich, dass es da extrem schwierig ist, solche neuen Prozesse umzusetzen, auch sich mit neuen Themen überhaupt auseinanderzusetzen, weil es eben in dieser Branche sehr häufig so ist, dass Betriebe am Ende ihrer Kapazitäten sind, jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels sowieso, man eigentlich gar nicht weiß, was man zuerst tun soll und man so vom Alltagsgeschäft überwältigt ist, um dann eben nicht noch genug Freiraum zu haben, sich wirklich mit neuen Themen zu beschäftigen. Und gerade die Digitalisierung ist ja so ein Riesenmonster, was da auf einen zukommt, wo man ganz viel machen könnte, aber in der Regel eben gar nicht die Zeit hat, da mal Prioritäten zu setzen, sich zu überlegen, was man zuerst macht und was überhaupt wichtig ist für den einzelnen Betrieb. Und dann ist es natürlich auch so, dass ein kleiner Betrieb da eben wenig Ressourcen und Budgets zur Verfügung hat, um viel auszuprobieren, was man aber eigentlich machen müsste, um zu wissen, was gut für einen selbst ist. Ja? Und das ist natürlich eine ziemliche Herausforderung, um die wir wissen. Und deswegen ist es uns immer ganz wichtig, wirklich genau hinzugucken und sich einen sehr gut überlegten Plan zu machen, was digitalisierbar ist in einem Betrieb und was wirklich auch dem Geschäft zugute kommt, nämlich dem Menschen glücklich zu machen. Ja? Um das geht es ja eigentlich, wenn man im Gastgewerbe tätig ist. Und nicht der Digitalisierung, um der Digitalisierung willen irgendwie chaotisch voranzutreiben. Also wenn man so weit ist, dass man digitale Kanäle im Marketing benutzen möchte, ist natürlich Content ganz wichtig. Wir sind eher der Meinung, dass man als Betrieb gar nicht derjenige sein muss, der den Content überhaupt über digitale Marketingkanäle ausspielt. Also wichtiger wäre es eigentlich zu schauen, wie kann ich Digitalisierung innen nutzen, im Betrieb, intern, um Prozesse zu optimieren. Ja, sei es die Küche, sei es die Zimmerreinigung, das gesamte Housekeeping, die Backoffice-Prozesse, die ablaufen, an der Rezeption, alles, was letztendlich intern abläuft, was der Gast gar nicht mitbekommt, dass da automatisiert und digitalisiert wird. Sich anzuschauen, was da tatsächlich die Prozesse sind in jedem einzelnen Unternehmen. Da gibt es sehr ähnliche im Gastgewerbe, aber es gibt eben auch für jeden Betrieb ja individuelle Dinge, die in der Regel noch analog laufen, ja, sei es der Meldeschein oder eben die Procurement-Bestellung oder so. Und dann zu schauen, wie setze ich die Kapazitäten, die wenigen Ressourcen, die ja auch nicht mehr werden, es gibt nicht mehr Menschen, es gibt nicht mehr Fachkräfte, die zur Verfügung stehen, wie setze ich die, die dann vielleicht frei werden, weil sie sich nicht mehr um Zimmerreinigung kümmern müssen, nicht mehr um die Lebensmittelbestellung kümmern müssen, wie setze ich die gut ein, um den Gästeservice zu verbessern, also um wirklich am Gast tätig zu sein, an all den Punkten, wo der Gast eben einen Menschen braucht, einen menschlichen Kontakt und da eben nicht zuallererst den Roboter hinter die Rezeption zu setzen, wenn man was digital machen will. Und um nochmal auf deine Frage mit dem Content zurückzukommen, wenn man dann noch Zeit hat, weil man so viel Kapazitäten hat und so viel Freiräume, dann kann man sich natürlich auch um Marketing und Content kümmern, um gute Geschichten. Und diese Geschichten aber nicht zwingend auf einer eigenen Facebook-Seite auszuspielen, weil das ist wirklich etwas, das ist eigentlich so die Königsdisziplin im digitalen Marketing. Auch wenn es vielleicht schnell umzusetzen ist, eine Facebook-Seite zu machen, ist es noch lange nicht einfach und easy umzusetzen, die auch mit guten Inhalten zu füllen. Und dann eher auf starke Partner zu setzen. Ja, also es gibt in jeder Destination, also der Tourismus ist ja ein sehr komplexes System, wo es sehr viele Akteure auf unterschiedlichsten Ebenen gibt, da wirklich zu schauen, wo sind in der Destination auch starke Partner, die mich dabei unterstützen können, den Inhalt, also die Geschichten, die ich zu erzählen habe, das gute Produkt, was ich zu vermarkten habe, auch auf den Kanälen zu platzieren, wo sie eben genügend Reichweite bekommen,
um auch wahrnehmbar zu sein, um überhaupt irgendeine gewisse Relevanz auszuspielen. Ja? Also guter Content ist sicherlich vorhanden in den meisten Betrieben, weil die ja wissen, wer sie sind und welche Geschichten sie erzählen möchten, wer ihre Gäste sind, was die so hören wollen oder was sie so erleben tagtäglich. Aber das möglichst dann einfach als Zulieferung an die Marketingorganisationen zur Verfügung zu stellen und da eben nicht so ein eigenes kleines gallisches Dorf aufzumachen mit eigenen Facebook-Seiten, eigenen Instagram-Kanälen und so weiter. Was auf jeden Fall sehr wichtig ist, was wir hier auch an diesem Wochenende ziemlich lange diskutiert haben, ist ja, wie wird sich eigentlich Gästeinformation in Zukunft ändern? Es ist sicherlich nicht mehr das Geschäftsmodell der Zukunft, dass es eine Touristinformation gibt und man erstmal alle Gäste, die irgendeine Frage haben, in die Touristinformation schickt. Einerseits kommen die Gäste natürlich schon viel informierter, wollen eher spezifischere Informationen haben, wollen Insider-Tipps haben, die sie natürlich auch beim Rezeptionsmitarbeiter im Hotel abfragen, die sie eigentlich überall abfragen, nicht zwingend in der Touristinformation. Und die Information dort bereitzustellen und da auch wieder wirklich gut mit den Touristorganisationen zusammenzuarbeiten, gemeinsam Datenpflege zu betreiben und Systeme zur Verfügung zu stellen oder Inhalte da in Systeme einzuspielen und so aktuell zu halten, ist sicherlich so eine der Hauptaufgaben der nahen Zukunft. Und wenn man sich dann natürlich vor Augen führt, was künstliche Intelligenz da noch bringen wird. Das wissen wir natürlich alle nicht so hundertprozentig, aber es ist schon sehr absehbar, dass eben in Zeiten von Sprachsystemen und so weiter, die ja noch deutlich individualisiertere und persönlichere Empfehlungen an ihre Kunden geben, also wenn Siri sozusagen schon genau weiß, was ich eigentlich brauche, ist natürlich ein bisschen die Frage, wie bringt man dann noch die Informationen, die darüber hinausgehen, eigentlich gut an den Gast. Ja? Also da wirklich deutlich individueller zu werden, deutlich fokussierter auch in dem, was ich eigentlich an Botschaften aussende. Also eben nicht mehr mit der Gießkanne den gesamten Markt zu bearbeiten. Das war noch nie gut, aber das wird dadurch natürlich umso dringender, sich wirklich auf gute Produkte an der Basis zu schaffen, ja? Um da überhaupt noch auch eine irgendwie geartete Sichtbarkeit zu bekommen. Also, dass ich da eben in den Suchtreffern bei Hotelangeboten muss ich eigentlich auf Platz 1 sein und kann nicht mehr irgendwie hoffen, ich bin unter den ersten 10 auf der ersten Google-Seite. Und natürlich da einfach immer individueller und persönlicher zu werden und zu wissen, was die Gäste wollen und da natürlich auch sehr, sehr genau hinzuhören, was die eigentlich wollen und was die noch über diese Information, die sie eh alle schon irgendwo anders herbekommen, eigentlich noch von den Gastgebern auch brauchen. Und das auch gut zu befriedigen, ist, glaube ich, hört sich zwar leicht an, aber ist, glaube ich, schon eine ziemliche Umstellung im Gästeservice.